Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil mein Handy nämlich da unten auf dem Tisch liegt und ich damit gerade den Sound aufnehme, weil der mir von der Kamera leider nicht so richtig gut gefällt. Es sieht ein bisschen komisch aus vom Licht, weil wir einfach mega mieses Wetter haben und ich habe schon wieder den Pulli an, der hier ein Loch hat. Da. Und ich vergesse es immer, dass ich den nicht im Video anziehen soll. Deswegen ist es gerade der einzige, der kuschelig ist und der gewaschen ist. Ja, ich möchte heute ein weiteres von noch verbleibenden 4 Zuschauerpaketen auspacken. Und zwar ist das in einem Bonprix-Karton gekommen, ist aber keine Bonprix-Bestellung von, ja, wir kennen sie auf YouTube unter Iris Flower Castle und in SSO und ich habe jetzt, oh Gott, das hätte ich vielleicht woanders hinlegen sollen, nicht direkt neben das Handy, ich habe jetzt einen Schlüssel dabei, womit ich jetzt hier hoffentlich das aufkriege. Ich habe nämlich hier kein Messer. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was da drin ist. Ich hoffe, ich kriege das ohne Messer auf. Ist ja, doch, geht doch. Also Trick 17, wenn ihr kein Messer habt, um Klebeband irgendwie aufzumachen, dann nehmt einen Schlüssel oder rohe Gewalt. Wow, das ist eng zugeklebt an der Stelle. Der Karton ist auf und jetzt bin ich doch mal gespannt, was da drin ist. Packpapier! So. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nichts. Oh. Ich reiße hier gerade mal. Oh! Es ist ein Adventskalender. Da müsste ich jetzt eigentlich mal jeden Tag ein Unboxing von machen. Ne? Jeden Tag mal so einmal. Das könnte ich eigentlich sogar relativ easy machen. Muss ich echt mal schauen. Ich gucke erst, mir sind noch 2 Karten drin. Und was drauf. Okay, ich habe die erste habe ich direkt hier in der Hand gehabt. Einige Menschen bereichern unsere Welt einfach, weil es sie gibt. Danke, dass es dich gibt. Voll die süße Karte. Und das andere ist 3 Wünsche für dich. Eine Gabe, nie zu vergessen, was du warst. Den Mut, das zu sein, was du bist. Und die Kraft, das zu werden, was du sein möchtest. Auch ein sehr, sehr schöner Spruch. Dann wollen wir doch mal gucken, was hier so drauf steht. Oh, am 18. November geschrieben. Liebe Kadi, 2 Wünsche beinhaltet das Paket. 2 Wünsche, die ich dir von Herzen wünsche. Der erste Wunsch an dich ist Glück. Glück nicht nur, dass die Renovierung gut vonstatten geht und nicht zu viele böse Überraschungen bereithält, sondern vor allem an jedem einzelnen Tag im Dezember. Oh. Was genau ich damit meine, wird dir bestimmt schnell klar sein, sobald du das Geschenk siehst, ja. Der zweite Wunsch beinhaltet nichts Materielles, sondern dass du so bleibst, wie du bist, mit einer Ausnahme, dass du die Kraft hast, deinen Waschzwang so weit zu beherrschen, dass er nicht mehr dein Leben so stark beeinflusst. Dazu liegt auch noch eine Kleinigkeit als symbolischer Wert bei, okay. Schließe alles weg auf... Altes! Schließe Altes weg, auf das es zwar nicht vergessen wird, aber auch keinen Einfluss mehr hat. Das ist wohl wahr, ja. Man sollte sich immer Sachen in Erinnerung behalten, aber Sachen auch abhaken, die nicht so gut waren. Gleichzeitig schließe auf, um neues Willkommen zu heißen. Liebe Grüße aus Berlin, deine Andrea, aka Iris Flower Castle. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Das waren schon mal sehr, sehr schöne Worte. Danke dir dafür. Und ich zeige euch jetzt als erstes mal... Da ist ein IKEA-Adventskalender drin. Dein IKEA-Adventskalender.
mit köstlichen Pralinen, zwei Aktionskarten und der IKEA Adventskalender-App. Was? Adventskalender-App? Das kann ich aber auch mega gut gebrauchen jetzt für die... Okay, das Fenster spiegelt. Jetzt für die Wohnung eventuell, je nachdem mit den Aktionskarten. Was haben wir denn hier? Jede Aktionskarte im Wert von mindestens 5 Euro mit der Chance auf bis zu 1000 Euro. Das wäre es natürlich jetzt. Dann hätte ich das Sofa finanziert, den Wohnzimmertisch finanziert. Was brauche ich noch neu? Wahrscheinlich den Küchentisch finanziert. Das wäre natürlich krass. In jedem Adventskalender findest du am 6.12. und am 24.12. zusätzlich zu den süßen Überraschungen eine IKEA-Aktionskarte im Wert von mindestens je 5 Euro. Das heißt für dich IKEA-Aktionskarte im Gesamtwert von mindestens 10 Euro. Okay, unsere Überraschung für dich. Mit ein wenig Glück kannst du in deinem Adventskalender sogar IKEA-Aktionskarten im Wert von bis zu 1000 Euro finden. Das ist echt krass. Sind dann 6 Monate gültig? Ah, welchen Wert deine Karten haben, erfährst du in deinem IKEA-Einrichtungshaus. Das ist ja mal mega cool. Jetzt habe ich gerade auf den Tisch gehauen, sorry. Weil wie gesagt, wir müssen ja sowieso demnächst da ganz oft hin und einkaufen. Da kann ich die dann ja direkt mitnehmen. Zumindest schon mal die erste vom 6. wird da bestimmt schon mitkommen. Vielleicht auch die vom 24. schon. Boah, was sind da geile. Oh, Vanilletrüffel. Oh, Himbeer-Vanille. Brownie-Poly, oh, Orangen-Poly, Granatapfel, Mandelsplitter, Knusper-Zimt, Blueberry-Chips. Oh Gott, Leute. Ich hoffe, man erkennt das jetzt so ein bisschen. Hammer. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und drüber. Weil ich hatte noch keinen Adventskalender gehabt. Dann kann ich ja mal... Soll ich eine Verkostung machen? Wenn ihr das jetzt seht, dann ist es eh schon zu spät, weil das Video werdet ihr wahrscheinlich erst zu spät sehen, weil ich jetzt gerade noch nicht zum Schneiden komme, weil mein PC jetzt heute an diesem Tage am 24.11. Wir haben heute den 24.11., weil heute mein PC abgebaut wird für ein paar Tage, weil jetzt als erstes das Büro renoviert wird. Und ich kann natürlich erst wieder schneiden, wenn der wieder steht. Weil ich zwar noch einen Laptop habe, aber der ist, ich habe kein Netzteil mehr dafür. Ansonsten hätte ich da drauf auch schneiden können. Wäre eigentlich ganz geil gekommen, wenn ich, ja, ne? Vielleicht kann ich da ja noch irgendwas machen, aber na. Meine Schnittsoftware ist auch irgendwo sonst wo im Nirvana. Das sieht irgendwie ganz cool aus mit dem blauen Licht. Aber sehr, sehr cool. Danke auf jeden Fall schon mal. Den lasse ich mir auf jeden Fall schmecken. Ich mache ein kurzes Instagram-Video in der Story dazu, ob ich dazu eine Verköstigung machen soll jeden Tag. Kann ich ja ganz kurz im Handy machen, dann kann ich ja die Thumbnails danach zusammenschnippeln oder so. Und dann habe ich hier noch was drin gesehen von Bijou Brigitte. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Oh, das ist quasi das Wegschließen. Aber Platz machen für Neues. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, das hat sich ein kleines bisschen verhakt. Da zeige ich es euch gleich. Und das ist... Das ist Rosé, ne? Oh, ist das Rosé-Gold? Ich enthedder mal ganz kurz. Hat sich nämlich ein bisschen die Kette im Schlüssel verfangen, aber das macht nichts. Die Kette ist nicht so feingliedrig. Bei feingliedrigen Ketten ist das mega nervig, wenn man da irgendwie was verknotet hat. Das dauert Stunden um Stunden, bis man das wieder offen hat. Aber das hier dürfte ich eigentlich recht schnell wieder aufhaben. So, ich habe es jetzt entheddert. Ich zeige euch das jetzt hier mal kurz. So. So sieht es aus. Mit so einem Schlüssel und einem Schloss, so eine ganz lange Kette. Das ist voll süß. Die ist so lang, die kann ich mir sogar so über den Kopf legen. Also es ist echt schön. Die geht. So seht ihr das mal bis hierhin. Sieht man jetzt natürlich nicht so toll auf meinem Different-Schriftzug hier. Ich bin so ein bisschen different. Aber die ist voll schön. Und es ist vor allen Dingen eben auch genau dieser symbolische Wert, der auf dieser Karte angesprochen wurde. Finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz super süße Idee und eine ganz, ganz
goldige Sache einfach. Dann jetzt hier noch mit dem Adventskalender, wie gesagt, von Ikea. Also das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und selbst wenn es nur die 10 Euro sind, ist es auf jeden Fall schon richtig mega. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall super drüber. Vielen, vielen lieben Dank. Guck mal hier, war alles so in die... Haben wir alles so in die Kamera gehalten? Nein, also ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig sehr drüber. Vielen Dank an dich, Andrea, beziehungsweise Iris. Dankeschön für dieses super süße Paket. Dankeschön auch nochmal für die beiden Karten. Habe ich mir hier zur Seite gelegt. Vielen, vielen lieben Dank. Richtig schön geschrieben und wirklich wahre Worte. Wirklich wahre Worte. Ja, und mit dem Renovieren geht es dann auch nachher dann eben weiter. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle für das tolle Paket. Total süß. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute von euch und macht's gut. Tschüss.